herzlich willkommen zu Finance TV. Wir sprechen heute über ein Finanzierungsinstrument, das vor einigen Jahren schon einmal für Furore gesorgt hat. Zuletzt ist es etwas ruhiger darum geworden. Wir sprechen über Mezzanin-Kapital. Bei mir zu Gast ist Dr. Dirk Notheis, Geschäftsführer von Rantum Capital. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Herr Dr. Notheis, Sie haben sich vor einiger Zeit mit mehreren bekannten Managern und Industriegrößen zusammengetan und haben mit Rantum Capital einen Mezzanin-Fonds aufgelegt, der insbesondere den deutschen Mittelstand adressiert, dort investieren möchte. Sie haben angefangen mit etwa 100 Millionen Euro. Wie viel davon ist jetzt schon investiert? Ein gutes Drittel ist bereits investiert und wir sind weiter kräftig am Investieren. Wir haben den Fonds aufgelegt, weil die Nachfrage nach Eigenkapital-ähnlichen Finanzierungsstrukturen im Mittelstand sehr, sehr hoch ist. Weniger wegen der Betriebsmittelfinanzierung, die im Wesentlichen durch die Banken, glaube ich, heute flächendeckend von der Versorgung her dargestellt wird, sondern in bestimmten Situationen, das können Firmenübernahmen sein, das können Generationswechsel sein, das können Rückkäufe von Minderheitsbeteiligung oder schlicht Wachstumsinvestitionen sein. In solchen Fällen geben die Banken in der Regel keine 100% Finanzierung, sondern zwischen 70% und 80% mit der Auflage an den Unternehmer, den Rest Eigenkapital zuzuschießen. Und dazu ist nicht jeder Unternehmer in der Lage. Die meisten haben ihr Kapital bereits komplett im Unternehmen gebunden. Und dann sind sie auf Externe angewiesen und neben Private Equity, das gleichbedeutend mit einer Abgabe oder Teilung der Kontrolle über das Unternehmen ist, gibt es eben eine Alternative und das ist diejenige, die wir darstellen, über ein nachrangiges Darlehen. Sie sagten es gerade, grundsätzlich Eigenkapital bei den Banken zurzeit sehr gut zu haben, auch zu historisch niedrigen Zinsen, sehr günstigen Konditionen. Gibt es da nicht die Befürchtung, dass Mezzanin so ein bisschen unter die Räder gerät, einfach weil eben dieser hohe Bedarf gar nicht da ist? Sie sagten ja eben, vieles sind dann einfach Lücken, die Sie schließen müssen in geringem Umfang. Mezzanin ist immer ein komplementäres Produkt. Wir sind kein Wettbewerbs- und Konkurrenzprodukt für das Senior Lending der Banken, sondern wir kommen dann ins Spiel, wenn auch die Banken sich wohler fühlen, einen Eigenkapitalpuffer zu haben. Das heißt, in ihren eigenen Ratings die Ratios der Unternehmen besser darstellen zu können. Da ist Mezzanin eine Alternative zu klassischem Eigenkapital. Wir haben in Deutschland ja auch das Problem, dass Mezzanin jetzt nicht den allerbesten Ruf genießt. Insbesondere in der Finanzkrise sind viele Mezzanin-Tranchen von zum Teil milliardenschweren Programmen einfach wegrasiert worden. Da gab es sehr hohe Verluste. Wer braucht Mezzanin-Produkte heute nicht nur auf der Empfängerseite, sondern auch auf der Investorenseite? Wenn es richtig gemacht ist, ist die Nachfrage auf Investorenseite groß. Das, was wir machen, hat mit dem Produkt Mitte des letzten Jahrzehnts, das dann in der Krise tatsächlich auch in vielerlei Hinsicht gefloppt ist, nichts zu tun. Was machen Sie anders? Wir machen zum einen eine vernünftige und sehr intensive Due Diligence. Das Produkt damals war im Wesentlichen ratingbasiert, das heißt die Zahlen und Fakten der Unternehmen, alles ex post, also sprich historische Zahlen wurden in ein Modell eingegeben. Wenn hinten einigermaßen Rating herauskam, hat man das Darlehen vergeben und hat, das war eben der Punkt, die Darlehen nicht auf der Bilanz der Bank gehalten, sondern man hat sie verbrieft, das heißt man hat sie verpackt und in den Kapitalmarkt, das heißt das Risiko, an Dritte weitergegeben. Deswegen war der Sorgenhorizont der Initiatoren dieser Mezzanine auch relativ überschaubar, weil sie das Risiko nur für eine kurze Zeit auf den Büchern hatten. Und wir betreiben unser Produkt heute als Nachrangdarlehen, das bestimmte Funktionalitäten eben erfüllt, die dem Unternehmer helfen. Und andererseits betreiben wir es mit einem unternehmerischen Ansatz. Das heißt, wir unterstützen über das Kapital, was wir geben, hinaus den Unternehmer mit Rat und Tat und mit unserem Netzwerk. Aber das heißt, das Risiko bleibt bei Ihnen? Absolut, sicherlich. Nein, nein. Und wir gehen auch noch Risiken ein, von denen wir glauben, dass sie sehr gut vertretbar sind und in einem sehr vernünftigen, für uns attraktiven Risiko- und Chancenverhältnis stehen. Aus welcher Ecke sehen Sie denn im Moment die größte Nachfrage nach Mezzaninkapital seitens der Unternehmen? Sehr breit. Wir haben vom Maschinenbau über Dienstleister bis hin zu Unternehmen aus der Foodindustrie schon finanziert. Also ich glaube, das ist gar nicht branchenspezifisch, sondern wie gesagt eingangs, es ist immer anlassgetrieben. Und unser Nachrangkapital kommt dann praktisch als eine
wir nennen das Enabling Tranche, also eine Scheibe, die die Gesamtfinanzierung erst ermöglicht, ins Spiel und ist insofern für die Unternehmen auch von der Finanzierung, von den Kosten her relativ tragbar. Denn wenn Sie rechnen, Sie bekommen 70% für 3% Senior Debt und bei uns zahlen Sie vielleicht 12 auf die verbleibenden 30, dann ist in der Mischkalkulation das alles sehr überschaubar. Sie sagten jetzt eingangs, Sie haben etwa 30% bislang investiert. Gibt es einen Zeitplan? Wir schauen uns sehr viel an, allerdings auch fokussiert. Also es gibt auch sehr viele Situationen, die wir nur kurz anschauen und sagen, darauf können und wollen wir uns nicht fokussieren. Wir haben keinen Zeitdruck, das Kapital zu investieren, sondern wir haben 3 Jahre Investitionsperiode. Maximal. Ich glaube, das Wichtigste ist und die Verantwortung, die wir treuhänderisch für unsere Investoren haben, die richtige Auswahl und diese mit Sorgfalt zu treffen. Sie haben auch einen recht illustren Beirat um sich geschart. Sie haben viele Namen aus der Industrie, unter anderem den früheren Finanzvorstand von Henkel, Lothar Steinebach. Der Herr Hunold ist bei Ihnen von Air Berlin, der Mitgründer. Der frühere Chef von Voith ist mit an Bord. Was genau spielen diese Herren für eine Rolle? Was machen die bei Rantum Capital? Wir haben ein Prinzip, dass wir sagen, wir investieren nur in Unternehmen, von deren Branchen wir glauben, ein Grundverständnis zu haben. Und das Grundverständnis liegt weniger bei dem Finanzteam, so vermessen darf man nicht sein, sondern das heißt für uns, wenn wir mindestens einen Industriellen haben, der in dieser erweiterten Branche über 20 Jahre leitende Führungsverantwortung getragen hat. Das heißt, A, ein Netzwerk in dieser Branche besitzt, B, die Fähigkeit, die Technologie, auch die Prozesse, die Produktionsprozesse und ihre Effizienz mit uns gemeinsam im Rahmen der Due Diligence zu analysieren und zu beurteilen, aber auch eine Einschätzung zur Qualität des Managements des Unternehmers, auch in Krisenzeiten entsprechend abzugeben. Das heißt, sie unterstützen uns sowohl bei der Dealflow-Generierung als auch bei der eigentlichen Due Diligence, der Bonitätsprüfung. Und, das ist Ihr dritter Part, Sie betreuen dann auch mit uns zusammen das Unternehmen über die Laufzeit des Darlehens weiter und stehen dem Unternehmer als Sparringspartner und Ansprechpartner in jedweder Hinsicht zur Verfügung. Ich würde gerne mit Ihnen zum Abschluss unsere 3 Fragen machen mit der Bitte um eine kurze Antwort, gerne einfach ein Ja oder Nein. Erste Frage, schwächen die geldpolitischen Manöver der EZB, die wir zurzeit sehen, die Attraktivität von Mezzanin? Nein. Aber sie erzeugen natürlich einen gewissen Druck auch auf die Verzinsung des Mezzanins. Zweite Frage, möchten Sie mit Rantum in den kommenden 12 Monaten weitere Mittel einsammeln für den Fonds? Ja, wir können das und es gibt auch interessierte Investoren, die im Moment in Gespräch mit uns sind. Und zum Abschluss hätte ich gerne von Ihnen eine Zahl. Bis wann möchten Sie die 100 Millionen Euro angelegt haben? Wie ich Ihnen eingangs gesagt habe, wir lassen uns ganz bewusst um der Sorgfalt wegen nicht unter Zeitdruck setzen. Wir haben maximal 3 Jahre Zeit. Ich gehe davon aus, es wird deutlich kürzer Zeit in Anspruch nehmen. Wann wären die 3 Jahre um? Wir haben den Fonds geclosed im Juni letzten Jahres. Das heißt, noch gut 2,25 Jahre haben wir Zeit. Dann werden wir Sie weiter beobachten, sind gespannt, was wir von Ihnen sehen. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Ich habe zu danken. Das war Finance TV für heute. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder zuschauen. Bis dahin, machen Sie es gut.